Sepplinge, willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. So, was steht heute an? Ben muss gleich auf die Arbeit. Aber was erzählt ihr denn? Über Computer und goldene Fußballer, die zu Grabsteinen führen? Okay. Könnten wir mit ihm noch irgendwas machen? Gerade nicht so sonderlich Sinnvolles. Ich würde sagen, wir gehen mit beiden mal nach Hause. So, ne, hier können wir gerade nichts machen. Mal an deinem Gemälde weiter. Ich glaube, das ist gerade eine ganz sinnvolle Beschäftigung, wenn ich mal auf unseren Simoleon-Stand gucke. Ih, ist der siffig geworden? Tatsache, man muss ihn säubern. Kräuterheilmittel. Ja, wir müssten echt mal gucken, dass wir mal uns auch mal einen Kräutergarten anlegen, dass hier Ben seine Kräutermixturen machen kann. Ja, auch sowas muss mal sein. Wir schicken ihn alleine los, er ist groß, du kannst es, Ben. Na hopp. Los doch. Pflichtbewusst ist er auch noch. Er putzt erst den Grill zu Ende. Auch wenn er jetzt schon 20 Minuten zu spät ist. Ach ja. Ich überlege nur. Man könnte. Nee. Da noch so einen Pflanzkübel hinzubauen, das wäre nicht so klug, glaube ich. Das wäre zu viel. Wir können den hier natürlich da hinsetzen. So, dahin. Oh. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr Platz noch hier in unserer Gartenecke. So, ja, Ben macht sich auf den Weg zur Arbeit. Victoria, mehr oder weniger, ist sie schon bei der Arbeit. Mal das mal fertig. Die hat auch auf die Arbeit gemusst. Verflixt wandern um 9, die ist schon eine Stunde zu spät. Ja, Hauptsache, sie hat jetzt ihre Tagesaufgabe abgeschlossen. Ja, sehr gut. Ich bin ja mal ein Depp. Ah, dafür, da steht es auch kurz zu der Beförderung. Hoffentlich ist das jetzt, gereicht das jetzt nicht zum Nachteil. Ah, Mist. Übrigens, die Mehrheit war dafür, dass ich Brian erstmal im Kinderalter lasse. Und einen neuen Freund für Victoria werde ich auch noch erstellen. Für Victoria, sag ich schon, für Noemi werde ich auch noch erstellen. Übrigens. Heute ist auch noch wieder, oder es kommt nachher, heute Nachmittag kommt noch wieder eine weitere Sim... Was hatten Sie? Kommt noch wieder eine weitere Sim-Folge auf Läuft bei uns. Also läuftbeiuns.tv von der Challenge. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid. Es wird spannend. Es war ja in der ersten Folge schon recht interessant und es geht noch spannender weiter, wie ich finde. So, aber genug Werbung gemacht. Jetzt sind wir erstmal hier. Das heißt, wir kümmern uns auch hier drum. So, du gehst erstmal genau und danach setzt du dich... Wollt ihr denn die Hausaufgaben? Hallo? Wo sind denn jetzt die Hausaufgaben? Ja, wo hat denn der Dödeli die Hausaufgaben abgelegt? Ich glaube das ja nicht. Ah, da ist Fabi. Sie wurde befördert! Beruf 2 für Victoria Smithwell, Kunstmäzenin oder Meisterin des Realen. Als Kunstmäzenin, du hast einen hervorragenden Kunstgeschmack und Einfluss. Demonstriere dein Wissen als Kunstmäzen. Zu den Belohnungen gehört das Bett traumhaft rustikal. 70 Simoleons die Stunde von 0 bis 0 Uhr. Okay.
und Meister des Realen. Was haben wir hier? Du hast wirklich Talent und das erkennen jetzt auch andere. Lebe deine Kunst und nimm sie ernst, um selbst ernst genommen zu werden. Mit 65 die Stunde. Schwierig. Kann man das auch nochmal ändern? Wir nehmen jetzt einfach mal das, was mehr bringt, die Stunde. Yay! Sehr cool. Ich habe keinen Plan. Wo die Hausaufgaben hin sind von Brian. Das ist schlecht. Dann kann ich die nicht machen. Das ist echt... Es ist extrem schlecht. Na gut, immerhin hier haben wir positive Nachrichten bekommen. Was muss sie denn jetzt machen in dem Job überhaupt? Victoria teilt jetzt ihre Zeit auf, um einerseits ihre eigenen Techniken zu verbessern und andererseits anderen freundlich zu erklären, wie sie ihre Technik verbessern können. Sie hat Kontakt zu den größten Talenten dieser Generation, auch wenn diese Talente manchmal ziemlich kratzbürstig sind. Sie ist also eher so ein bisschen jetzt in Richtung Lehrerin unterwegs. Komm, verkauf das mal in die Kunstgalerie. Ich hoffe, du bekommst jetzt auch ein bisschen mehr dafür. 1467. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ben, spiel da unten noch ein bisschen. Brian, ich bin immer noch am Überlegen. Ich würde ja hier gerne noch... Haben wir vielleicht irgendwas, was so groß ist, dass es hier unten hindurch... kommt. Nee, ne? Hoppala, ich kann das gerade ganz schlecht einschätzen. Die Treppe geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt... Eins... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, das passt ja nicht ganz. Das kann ich aber doch verrücken, oder nicht? Ah! Ich glaube, das mache ich aber nicht. So, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yay! Kann ich jetzt hier auch anbauen? Ja, ich hätte auch ganz normal anbauen können. GZKD. Naja, macht nichts. Wenn ich jetzt hier... Ja, dann haben wir es noch mal tiefer. So, und zwar würde ich jetzt hier gerne meine Törtchenfabrik noch hinbasteln. Das hatte ich ja schon mal vor ein paar Folgen vorgeschlagen. Und erzählt, dass ich das noch ganz gerne verwirklichen würde. So. Törtchenfabrik, Apparate... Da war's, genau. Okay, ich werde das hier noch ein Stückchen nach hinten verschieben. So. Oh.
So. Kann vielleicht nicht schaden, wenn ich das Ganze ein bisschen größer mache. So. Übrigens, hiermit läute ich es jetzt auch so ein bisschen ein. Es wird noch ein klein wenig dauern, bis wieder Baufolgen kommen. Aber sie werden auf jeden Fall wieder kommen. Das steht fest, das kann ich euch ganz, ganz, ganz sicher sagen. So, die Kuchenmaschine. So, die packe ich dann mal dahin. Da hinten kann ruhig ein bisschen Deko rein. Okay, nee, so ist schlecht. In der Etage oben das Bäumchen von unten wieder rausguckt, dann weißt du hast was falsch gemacht. So, hier sowas, genau. Ich weiß es nicht, was braucht man denn sonst noch so in so einem... in so einem Hütchen hier. So, dann machen wir auch noch so eine Tür herein. Ein bisschen Beleuchtung noch an die Wand. So, so ganz schlichte Dinger. Und im Endeffekt müssen wir jetzt hier nicht so viel beachten. Also, nicht so viel gestalten vielmehr. So. Ein Kellergewölbe. Haben wir vielleicht hier auch irgendeine passende Steinart zur Verfügung? Das zum Beispiel. Ist ja auch eine Überlegung wert. Schwierig, schwierig. Es ist echt, hier was zu finden, mit dem man wirklich zufrieden ist. Ich glaube, ich finde tatsächlich das hier gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal unsere Kuchenmaschine. Da können wir dann unsere Sims auch bei Gelegenheit mal dran jagen. Kann ja auch nicht schaden. So, wie weit bist du mit deinen Hausaufgaben? Fast fertig. Dann kannst du danach mal noch ein bisschen... ja, zum Spaß fiedeln. Victoria ist gerade mit einem... oh nein, das ist ja süß. Oh, das wird die Miezekatze-Katze. Ach, ist die süß. Die ist aber echt knuffig. Ah. Schön. Gut, ich würde sagen, Victoria malt das jetzt noch zu Ende. Jawohl, ja. Und hier noch ein super guter Arbeitstag von Brian. Er schraubt sich auch immer weiter in Richtung Beförderung. So, den schicken wir jetzt noch aufs Klo. So. Und dann schicken wir ihn tanzen. So, prima. Ja, es ist ein Meisterwerk. Ich würde sagen, wir verkaufen das. Ah. Jawohl, wollen wir, wie viel bekommen wir dafür? 2709. Es gab aber auch schon mal bessere.
Bessere Kunstwerke hier. So, Victoria wird schon langsam müde. Ich würde auch sagen, die anderen Sims haben wir auch langsam aber sicher in die Falle. Damit sind wir auch für heute schon wieder durch. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Und es geht jetzt genauso gut für euch weiter. Wenn ihr mögt, wie gesagt, heute Nachmittag auf läuftbeuns.tv auf unserer Sepp-Seite, die ich übrigens auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt habe. Der zweite Teil der Rosebud-Challenge mit Susan Miller. Vielleicht schaut ihr da ja auch zu. Ansonsten bis morgen. Tschüss!